Hi, hier ist Olli und heute möchte ich mal ein ganz ehrliches Resümee ziehen nach 4 Jahren Pool. Vor ungefähr 4 Jahren haben wir unseren Pool gebaut und jetzt haben wir 4 ganze Badesaison hinter uns gebracht. Und was war gut? Was würde ich besser machen? Es wird ein ganz ehrliches Resümee sein, weil ich keinerlei Abhängigkeiten habe von irgendwelchen Firmen. Also bleibt dran. Nun, das Erste und Wichtigste ist natürlich die Frage, wie hat sich das Poolbecken bewährt? Ihr wisst, ich habe das Poolbecken von Albigson gekauft. Das ist ein Polypropylenpool mit diesen Styroporsteinen außenrum geklebt, die man dann mit Beton füllt. Hat sich das bewährt? Ja, also das Becken ist absolut dicht und es macht mir sehr, sehr viel Freude. Wie ist es mit der Farbgebung? Ihr seht ja, ich habe die hellblaue Farbe gewählt. Hat die Farbe sich etwas verändert? Ich würde sagen, ja. Und zwar direkt an der Wasserlinie, da ist ein ganz leichter Farbunterschied zu sehen zwischen oberhalb und unterhalb der der Wasserlinie. Allerdings fällt das überhaupt nicht auf, man sieht es nicht. Hat sich sonst noch was verändert? Ja, wenn ihr den Pool neu bekommt, dann ist der mit einer Folie versehen, diese Wände. Und wenn ihr die abzieht, dann ist natürlich dieser Kunststoff ganz spiegelblank und glänzend. Und jetzt mittlerweile sind die Poolwände matt. Allerdings, das fällt nicht negativ auf. Kommt natürlich einfach vom Putzen, wenn man da mit dem Schwamm drüber putzt, dann wird das etwas matt. Ansonsten bin ich sehr begeistert, weil wenn irgendwelche Flecken an den Wänden sind, dann kriegt ihr die einfach mit dem Schwamm weg. Also es ist nicht so, dass diese Flecken ins Material eindringen und nicht mehr weggehen. Also der Pool, wie ihr seht, sieht immer noch richtig gut aus. Ich habe den Pool ja 2018 gekauft. Worauf ich jetzt achten würde, ist, und zwar die Treppe. Unsere Treppe hat 4 Stufen. Bei 1,50 Meter Höhe bis zur Oberkante sind das 30 Zentimeter. Und das ist für ältere Leute oder für Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, ist das etwas schwierig, die Treppen dann hochzukommen oder runterzugehen. Also wenn möglich, würde ich jetzt eine Treppe mit 5 Stufen nehmen. Aber ansonsten hat sich das Ganze sehr, sehr gut bewährt. Der nächste Punkt wäre der Skimmer. Ihr seht, ich habe hinten links einen Skimmer, der sitzt nicht in der Mitte, vermutlich wegen der Gegenstromanlage, sitzt er etwas seitlich, aber das funktioniert gut. Ja, also in Kombination mit dem Poolroboter, den ihr gerade seht, ist der Pool wirklich sauber. Ja, also das reicht absolut aus. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Aufrollung. Nun, ihr seht, ich habe diese Aufrollung mit dieser Thermofolie. Ich hatte am Anfang lange überlegt, ob ich den Rollladen nehme. Ich bin im Augenblick eigentlich ganz froh, dass ich die Folie genommen habe. Weil zum einen vom Handling sehr, sehr einfach. Zum anderen ist es so, dass man jetzt nach 4 Jahren schon bei der Folie sieht, dass sie nicht mehr ganz so gut aussieht. Also an den Rändern gibt es dunkle Stellen und einfach irgendwelche Kalkablagerungen, die man auch wirklich mit Schrubben nicht mehr wegbekommt. Das heißt, in vielleicht 2, 3 Jahren werde ich mir eine neue Folie gönnen. Die hat vor 4 Jahren 250 Euro gekostet. Wahrscheinlich wird die jetzt ein bisschen teurer sein, aber dann sieht es auch wieder richtig gut aus. Wenn ich einen Rollladen hätte, bin ich ziemlich sicher, dass der auch nach gewisser Zeit verkalkt ist und nicht mehr so gut aussieht. Aber natürlich ein Wechsel wäre viel, viel teurer. Wenn jemand von euch einen Rollladen hat und andere Erfahrungen gemacht hat, dann schreibt sie bitte unten rein, dass wir alle davon lernen können. Nun, der nächste Punkt wäre die Technik. Und ihr wisst aus dem anderen Video von mir, ich habe meine Technik hier in dieser Gartenhütte drin. Und ich hatte einigen Kontakt mit Followern, die nicht begeistert waren von ihrer Technik im Technikschacht. Nun, der Technikschacht im Boden drin hat den Vorteil, dass einfach die Pumpe wesentlich leiser ist, die Umwälzpumpe, aber bringt eben den großen Nachteil mit sich, dass wenn man irgendwas verändern möchte, reparieren möchte oder so, man kommt nicht gescheit ran. Und wenn irgendwas undicht ist und es strömt Wasser in den Schacht rein, dann steht die ganze Technik unter Wasser. Ja, ihr braucht also, wenn, einen gescheiten Abfluss oder ein Follower, der hat dann eine Pumpe da reingestellt und mit einem Sensor, Wassersensor,
dass dann einfach entsprechend die Pumpe das Wasser gleich rauspumpt. Also wenn möglich, entweder hier in so einer Hütte oder was auch immer, vielleicht baut ihr es ein Stück weg, dass die Geräusche nicht so laut sind, aber ich würde empfehlen, das Ganze oberirdisch zu machen. Schauen wir uns die Technik nochmal an. Okay, ihr seht, meine Technik ist ganz einfach. Ich habe nur einen Sandfilter und eine Umwälzpumpe und hier nebendran steht noch meine Wärmepumpe. Ich mache mal kurz die Umwälzpumpe aus. Den Sandfilter habe ich von Brillix. Ich glaube, dass Brillix mit Albigson irgendwie zusammenarbeitet. Der hat 80 Kilo Sand drin und ich bin mit dem Sandfilter richtig zufrieden. Ich muss den ein oder zweimal in der Saison mal rückspülen, auch nur relativ kurz, für 2-3 Minuten und dann ist das Ding wieder sauber. Also mit dem bin ich super zufrieden. Was die Pumpe anbetrifft, hier seht ihr die Originalpumpe von Brillix. Ich habe diese Pumpe getauscht gegen eine günstige Poolpumpe von eBay. Warum? Die Brillix-Pumpe, die hatte eine Leistungsaufnahme von 750 Watt und die war relativ stark, hat auch rund 15, 16 Kubikmeter in einer Stunde umgewälzt, aber sie war recht laut. Und ich habe die jetzt getauscht gegen die Pumpe, die hat nur eine Leistungsaufnahme von 200 Watt, dafür auch nur zwischen 6 und 7 Kubikmeter Durchfluss an Wasser. Aber das passt natürlich auch mit der Wärmepumpe gut zusammen. Ich habe weniger Verbrauch und es reicht aus für die Reinigung und es ist wesentlich leiser. Nun, was ist zu meiner Wärmepumpe zu sagen? Ich habe einen extra Film über die Wärmepumpe gedreht. Die hat 9 Kilowatt Heizleistung, ist auch von Brillix und ich bin super zufrieden mit der. Und die Leistungsaufnahme ist 1,5 Kilowatt an elektrischer Leistung. Nun, die Wärmepumpe tut ihre Arbeit sehr gut und sie passt auch perfekt zu meiner Photovoltaik, die ich habe. Ich habe eine Photovoltaik mit 5,3 Kilowatt Peak. Wenn ihr jetzt eine stärkere Wärmepumpe nehmt, dann habt ihr einfach weniger Zeit am Tag, wo ihr so viel Leistung mit eurer Photovoltaik erzielt. Außer ihr habt natürlich eine richtig große Photovoltaikanlage, dann ist das wieder was anderes. Aber ansonsten, um den Pool zu erwärmen, reicht das eigentlich aus. Aber eine kleinere würde ich auf keinen Fall nehmen. Dann kommen wir zu meinem Poolroboter, über den habe ich ja auch ein extra Video gedreht, der Delfin E25. Das Ding läuft und läuft, tut seinen Dienst wirklich perfekt und ich habe den ja auch jetzt im Winter über drin stehen. Da ist das Wasser dann da unten nur noch 4-5 Grad kalt. Und lasst den jeden Tag auch im Winter laufen. Ihr habt das Video wahrscheinlich gesehen vom letzten Winter. Und das Ding tut wirklich seine Arbeit sehr gut, ohne Aussetzer, ohne Probleme. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit diesem Poolroboter. Ja, dann vielleicht noch ein Wort zu meiner Außenanlage. Ihr seht, ich habe um den Pool herum Steine. Und die, finde ich, sehen sehr schön aus in dem Kontrast. Und den Rest habe ich in Holz gemacht. Das ist ein Hartholz, nennt sich Kumaru und das sieht eigentlich richtig schön aus oder sah richtig schön rot aus und mittlerweile kraut das, obwohl ich es trotzdem einige Male geölt habe. Ich habe das Gefühl, ich kann da nicht wirklich was gegen machen. Wenn jemand einen guten Tipp hat, dann gebt ihn mir. Ich würde zukünftig wahrscheinlich kein Holz mehr nehmen, einfach weil sich das farblich so verändert. Ich würde wahrscheinlich zukünftig alles mit diesen Platten verlegen. Also das ist das, was ich auf jeden Fall anders machen würde. Ja, nochmal ein Punkt zur Technik. Ihr seht, ich habe keine Elektrolyse. Ich habe keine Regelung für pH-Wert oder für Chlor. Ich könnte mir das einbauen. Ich hätte genug Platz. Warum mache ich das nicht? Nun, ich mache das nicht, weil ich bin so begeistert von der Einfachheit dieser Anlage. Was muss ich machen? Ich tue einmal zu Beginn der Saison den pH-Wert prüfen, bringe den auf einen gewissen Level, tue einmal Schockchlorieren und dann schmeiße ich nur noch in den Skimmer so einen Fünffach-Tab hinein und ich habe da noch so einen kleinen Korb drin, sodass dieser Tab sich nicht so schnell auflöst und dann hält er 10 Tage. Das heißt, alle 10 Tage schmeiße ich da so einen Chlortab rein und ich tue vielleicht maximal zweimal in der Saison, prüfe ich nochmal den pH-Wert
Und das war's. Das Ganze ist so einfach und ich brauche im Herbst dann nichts zurückbauen oder irgendwas warten, da kann nichts kaputt gehen. Und deswegen, momentan bleibe ich bei dieser einfachen Anlage, wo ich einfach diese Chlortabs dann in den Skimmer reinwerfe. Wenn ihr aber andere Erfahrungen gemacht habt mit eurer automatischen Regelung, dann schreibt sie unten rein. Ja, das war mein Feedback zu unserem Pool, der jetzt 4 Jahre alt ist. Insgesamt ist es einfach genial, einen Pool zu haben. Es macht so viel Freude, gerade bei diesen heißen Sommern, wie wir sie jetzt zurzeit erleben. Also ich wollte auf jeden Fall einen Pool wieder haben. Und ich würde wahrscheinlich auch wieder diesen Pool nehmen. Allerdings muss man ganz klar sagen, ich habe ihn 2018 gekauft für 6.200 Euro. Ihr könnt jetzt selber mal recherchieren, was er im Augenblick kostet. Da komme ich dann auch ans Überlegen, ob ich diesen Pool nochmal nehmen kann. Ich würde dann nochmal neu recherchieren, aber qualitativ ist überhaupt nichts dran auszusetzen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.